Mein Problem ist, mit Menschen zu sprechen, mit denen in Kontakt zu treten, Mittelsprache, dass ich auf denen zugehe. Oder dass ich sie auch kenne, wenn ich irgendwo jemand treffe in der Stadt oder wenn ich unterwegs bin. Also ich habe eine soziale Phobie und es äußert sich darin, dass ich sprachlos bin, dass ich mich nicht traue, Menschen anzusprechen, auf Menschen zuzugehen. Und dadurch habe ich auch wenig Freunde und ja, halt wenig soziale Beziehungen. Und das ist mir jetzt auch erst in letzter Zeit so richtig bewusst geworden. Ja, also dieses Nicht-Dazugehören, darunter habe ich schon gelitten. Also ich habe immer gemerkt, dass ich anders bin. Wenn ich im Teenageralter auf irgendeine Party mal gegangen bin, bin ich auch ganz selten gegangen, dann habe ich auch keinen direkten Kontakt gefunden, sondern stand dann eher so abseits und habe mir das angeguckt und habe mich dann auch total zurückgezogen, habe mich dann irgendwo anders hingesetzt, weil mir das einfach zu viel war. Michaela lebt in Bad Neustadt an der Saale. Sie ist 48 Jahre alt, Hausfrau, verheiratet und hat zwei Töchter. Sprechen kann Michaela gut. Was sie nicht kann, ist Menschen ansprechen. Also im Laufe meines Lebens habe ich ja viele versucht, um dieses nicht miteinander sprechen können, diese Störung aufzulösen. Und im Dialog mit jemand anders kann ich ja sprechen. Michaela hat eine behinderte Tochter, die sie daheim pflegt. Hallo. Hallo. Ist ja schneller gegangen. Ja. Regelmäßig unterstützt wird sie dabei nur von Ramona, ihrer jüngeren Tochter. Ja, müssen wir den Nadja anziehen. Ja. Nadja, das kann jetzt heute werden, dich mitzunehmen. Die schwere Behinderung ihrer Tochter, die unter anderem nicht reden kann, akzeptiert Michaela als Fügung des Schicksals. Ja. Oh, da muss ich mich. Nicht akzeptieren will sie ihre eigene Unfähigkeit, mit anderen Menschen zu reden. Also, meine Sprachlosigkeit ist schlimmer als die Behinderung meiner Tochter. Hans-Joachim Fink lebt in München. Er ist 50 Jahre alt, Junggeselle und berufstätig. Seit seiner Studentenzeit wohnt er in diesem Einzimmer-Apartment. Schüchternheit durchdringt jeden Aspekt seines Lebens und hat ihn zu einem einsamen Menschen gemacht. Also meine Schüchternheit oder Sprachlosigkeit, die bestimmt schon mein Leben. Also ich habe einfach keine stabilen sozialen Kontakte. Also das ist eben Angst, ein Gespräch zu beginnen und auf jeden Fall Angst vor dem Erstkontakt, vor allem mit fremden Menschen. Manchmal sagt Hans-Joachim, dass andere Menschen ihn eigentlich gar nicht interessieren. Doch sein Bedürfnis nach Nähe hat es nicht gestillt. Das Einzige, was mich interessiert, ist halt Frauen. Also hübsche Frauen, die mir gefallen und meistens auch jüngere, weil so ältere gefallen mir gar nicht so. Und da würde es mich dann schon interessieren, dass ich sozusagen eine Frau anspreche, was sie so macht und so, weil die mich halt als Frau interessiert. Müsste ich praktisch drauf die zugehen, aber ja, was soll ich dann sagen? Ruth Groll lebt in Bielefeld. Sie ist 52 Jahre alt, Witwe, berufstätig und hat zwei Töchter. Unter Sprachlosigkeit litt sie schon als Kind. Ja, früher hat man mir immer das Gefühl gegeben, dass ich nicht dazugehöre,
weil ich eben still war und nicht auf die anderen zugehen konnte, hat man mich auch nicht so gern eingeladen oder nicht so gern mitgenommen. Man hat dann schnell so den Ruf, naja, die geht gern zum Lachen in den Keller. Wenn man gleich in eine Schublade gesteckt wird, dass man arrogant ist, dass man interessenlos ist, sowas habe ich zum Beispiel auch in der Schule öfter gehört. Das wird dann auch gleich mit faul in Einklang gebracht. Also ein Lehrer sagte das mal zu mir, dass ich völlig interessenlos und faul bin, weil ich eben im Unterricht mich nicht gemeldet habe. Das habe ich mich nicht getraut. Und an meinem Gesicht konnte man eben auch keine Regung erkennen, dass ich überhaupt dem Unterricht folge. Heutzutage mit den mündlichen Noten hätte ich ganz, ganz dolle Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen guten Abschluss zu bekommen. Das war ja früher auch noch anders. Michaela geht jeden Tag ins Café. Sie will unter Leuten sein. Irgendwann, hofft sie, wird sich ein nettes Gespräch ergeben. Also ein Wunsch von mir ist es, reden zu können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Diese Gedanken da, die sind lästig. Immer überlegen zu müssen, ist es dem anderen recht, dass ich mit ihm spreche, was ich mit ihm spreche, durch diese Angst in mir, mich lächerlich zu machen, irgendetwas Unpassendes zu sagen. Bin ich gehemmt. Wie es anderen Menschen gelingt, sich zwanglos zu unterhalten, ist ein Rätsel für Michaela. Also wenn ich jetzt dran denke, dann frage ich mich, ja, was reden die da ständig? Ich weiß gar nicht, was die reden. Und neidisch könnte ich wahrscheinlich auch sein. Aber Sie haben sich von allen Tischen, die es hier gab, die alle frei waren, sich doch sehr nah an diese Damen gesetzt. Würden Sie sich gern mit denen unterhalten? Nein. Die gehören doch schon zusammen. Da gehöre ich ja gar nicht dazu. Ich bin doch. Regelmäßig stöbert Michaela nach neuen Büchern. Sie ist eine Stammkundin. Die Verkäuferin kennt ihren Geschmack. Es gibt eine schier endlose Fülle an Ratgebern, die versprechen, bei der Überwindung von Schüchternheit und Einsamkeit zu helfen. Für 9,95 €. Das Problem, das Michaela, Hans-Joachim und Ruth haben, beschränkt sich nicht nur aufs Private. Wer nicht gut reden kann, tut sich auch beruflich schwer. Hans-Joachim hat Jura studiert und beherrscht Fremdsprachen. Doch seine Sprachlosigkeit kommt ihm immer in die Quere, weshalb er nur in der Buchhaltung arbeitet. Eigentlich ist es ja auch so, dass jemand mit 50 das können sollte und dann auch irgendwie so eine stabile Persönlichkeit hat. Und ich wahrscheinlich aus dem Grund auch wenig Erfolg habe im Beruf, weil ich halt meine Arbeitsergebnisse nicht gut verkaufe. Oder weil ich halt nur von meinen Fehlern rede oder von meinen Schwächen. Und immer mir selber die Schuld gebe und dass ich dann gegenüber Kollegen dann ins Hintertreffen gerate, die dann teilweise manchmal über mich lachen. Also bei dem einen Kollegen, da frage ich mich, wie das sein kann. Mit mir unterhält er sich ganz ernst und auf einmal fängt er an, so aus sich heraus zu lachen und dann so Witze zu machen. Also jetzt nicht mit mir, sondern mit dem Chef. Das kann ich mir nicht erklären. Ja, hallo, schönen guten Was Morgen. Gibt's morgen? Mhm. Na, wie war's? Hans-Joachims Chef ist sich des Problems seines Mitarbeiters bewusst und würde gerne helfen. Na, mir geht's meistens nicht sehr gut. Nicht sehr gut? Ich habe nicht sehr viel Freude im Leben. Nicht? Nein. Warum?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Freude im Leben. Haben Sie keine Freunde? Wenig. Wenig? Ja, ganz ehrlich. Versuchen Sie mal, die also Freunde zu finden hat. Ja, wo denn? Kontakt aufzubauen. Ja, aber wo? Ja, Sie gehen doch immer in die Kirche. Ja. Und dann Sie gehen zum Pfarrer und sagen Sie, Herr Pfarrer, ich fühle mich alleine. Herr Kalli, was für ein Mitarbeiter ist denn der Herr Fink? Ist ein sehr, sehr guter Mensch, also von Person her, aber ist immer ängstlich. Wenn man was fragt und plötzlich kriegt er Panik, aber wir versuchen immer, das ihn zu beruhigen. Also zufällig ist er auch sehr, ne? Pünktlichkeit und so weiter. Man kann sich auf ihn verlassen. Aber der für sich, man merkt auch, dass er immer einsam. Wenn er also mit uns also Kontakt, richtig so Freundekontakt, macht er nicht. Wie ein Fremder kommt er rein und arbeitet und wenn was will, ist er da. Der Fink ist sehr, sehr ernsthafter Mensch. Selten bringen wir ihn zum Lachen. Und glaube ich, der einzige Problem, dass er sich allein fühlt in dieser Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist von vornherein ist es sehr, sehr schwierig. Wenn geht man kneipen und setzt man hin und dann trinkt man Bier. Wenn man ein bisschen besorgt ist wahrscheinlich, kann man den Mut bekommen, mit jemandem zu unterhalten. Ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Ja. Eine große Zeitarbeitsfirma in Bielefeld. Hier arbeitet Ruth in der Rechnungsabteilung. Von Ruth und ihren Kollegen wird verlangt, dass sie teamfähig sind. Komplexe Vorgänge werden in solchen Büros gemeinsam bearbeitet. Weil der Informationsaustausch per Netzwerk läuft, gibt es immer weniger unmittelbare Kommunikation von Mensch zu Mensch. So ist Ruth ständig in Kontakt mit anderen und bleibt dennoch alleine. Ruth ist sich bewusst, dass sie für ihre Isolation selbst verantwortlich ist, weil die Signale, die sie aussendet, einen falschen Eindruck von ihr vermitteln. Das passiert natürlich schnell, wenn man so am Rand steht, dass man dann für arrogant und abweisend gehalten wird. Das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, wie das rüberkommt. Das ist nicht so, dass ich mit denen nicht sprechen will, aber wenn ich die nicht kenne und nicht einordnen kann, dann kann ich mit denen nicht einfach ein lockeres Gespräch führen. In Michaelas Garten wird klar, wie frustrierend die Situation für sie sein muss. Seit Jahren wohnt sie im selben Haus und hat es doch nie geschafft, mit ihren Nachbarn zu reden. In einem anderen Land wäre Michaela vielleicht irgendwann angesprochen worden. In Deutschland gilt es aber als höflich, respektvoll Abstand zu halten. Im Winter hatte ich gedacht, haben wir unser Baum mal draußen in der Straße gesehen. Jetzt wird es doch was, dass wir mal miteinander reden können. Mir fällt was ein. Aber seit wir im Garten sind, ist es wieder vorbei. Es ist wieder das Gleiche. Jetzt verdrücke ich mich auf die Schaukel mit der Nadja oder mit meinem Enkel. Dann besteht geringer eine Chance, dass ich was reden kann, weil ich dann mit ihr beschäftigt bin. Also sie ist irgendwo auch ein Schutz. Hallo. Hallo. Sie haben so ein schönes Ding hingebaut. Also wenn ich mir dann an meine Tochter ein Beispiel nehme. Ach ja. Ich meine, sie geht hin und spricht den Nachbarn auch an. Die haben es hier, also die Vorbesitzer haben hier, weil hier waren ja die Bäder schon immer. Eigentlich müsstest du jetzt was versuchen, mit dem zu reden. Aber das ist dann mehr so zwanghaft. Und dann weiß ich, dann klingt die Stimme gepresst, dann fange ich vielleicht das Stottern an. Und dann weiß ich nicht, ist es recht, dass ich mit denen ein Gespräch anfange, halte ich sie von der Arbeit ab. Und dann halte ich mich dann dort irgendwo auf. Also da in der Nähe vom Zaun bin ich immer nicht, damit es halt nicht so auffällt. Sonst denken die vielleicht, ich will mit denen nicht reden.
Ja. Soll ich dir was helfen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Die Ursache für ihr eigenes Verhalten kennt Michaela nicht. Sie weiß nur, dass sie dafür schon als Kind von ihrer Mutter kritisiert wurde. Also meine Mutter, da ist mir jetzt ist mir wieder so ein Satz eingefallen. Merkst du nicht, dass du wie das fünfte Rad am Wagen bist? Merkst du nicht, dass du eigentlich gar nicht dazugehörst und dass du es auffällt, dass du anders bist? Kann es sein, dass solche Aussagen das Problem noch verstärkt haben? Mit ihrer eigenen Mutter kann Michaela bis heute nicht darüber reden. Zu ihrer Tochter hat sie hingegen ein offenes Verhältnis. Und Ramona möchte helfen. Es geht ja darum, dass du überhaupt in den Kontakt redest, überhaupt wieder. Das geht um diese kleinen Übungen. Die sind doch einfach nur Floskeln. Ja, eben, Floskeln. Ja, und? Es interessiert aber keinen Menschen, wie mir es geht. Nee, weil du den Versuch nicht startest. Es ist einfach, das zu sagen, hey, wie geht's dir? Das ist einfach eine Standardfloskel. Eben. Wenn ich aber frage, wie es jemand geht, will ich es wissen, wie es ihm geht. Und wenn ich dann jemand erzähle, ja, wie geht's dir? Und ich sage dann, oh, mir geht's schlecht. Oder ich habe das und das erlebt. Das wollen die Leute gar nicht wissen. Ja, aber das besprichst du ja auch nicht mit den Leuten auf der Straße, sondern besprichst du ja mit jemandem. Es ist schwer, das Problem der Sprachlosigkeit im Gespräch mit Familienangehörigen zu lösen. Auch mit ihrem Mann kann Michaela nicht gut darüber reden. Also mit meinem Mann kann ich überhaupt nichts mehr über dieses Thema reden. Früher haben wir nie darüber geredet, also das ist jetzt eigentlich der erste Kontext jetzt hier, wo ich das immer wieder anspreche. Weil mir wird ja auch dann mürbe irgendwann immer. Wenn man dann, wenn einem nicht geglaubt wird und an anderer Stelle, dann heißt es ja, wird man halt kritisiert für das, wie man aufgetreten ist, was man gesprochen hat, was man nicht gesprochen hat. Wenn Sie jetzt, weil mir da jetzt Themen und Szenen einfallen, wenn das angesprochen wird, wie man vielleicht das auch rüberbringt, zu sagen, und das kannst du nicht, und das kannst du nicht, und das kannst du nicht, mit denen kannst du nicht reden, und denen kannst du nicht reden, und das macht mich wild, dass das, ja, wieso kannst du es nicht? Dann habe ich an mir gedacht, du kannst das ja so im Endeffekt auch nicht, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also auf vielen Fotos, denke ich mal, kann man sehen, dass ich ein bisschen schüchtern bin, auf jeden Fall. Man sieht es am Gesichtsausdruck, dass ich nicht so wirklich gern fotografiert werden wollte. So lächeln tue ich sehr wenig, wie ich das jetzt so sehe. Eher so sehr ernst und teilweise nach unten guckend. Ich mochte mich damals nicht so gerne. Ich habe immer irgendwas gefunden an mir, was ich gerade nicht so toll fand. Und wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, war das gar nicht so schlecht. Mein Mann habe ich kennengelernt während der Schulzeit und er ist ein total extrovertierter Typ gewesen. Er war Schülersprecher, der war immer irgendwo Mittelpunkt in einer Runde und ganz verstanden habe ich das nie, warum er mich ausgesucht hat. Aber für mich war das immer ganz angenehm, dass er geredet hat, dann brauchte ich das nicht tun. Erst als Ruths Mann unerwartet starb, wurde ihr klar, dass sämtliche sozialen Kontakte über ihn gelaufen waren. Ruths Töchter erkannten damals, wie einsam ihre Mutter aufgrund ihrer Schüchternheit war und ermutigten sie, etwas zu unternehmen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann zum Tanzen gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich dann auch wieder neue Leute kennengelernt.
Und immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann denke ich so, diesmal mache ich das aber ganz anders. Ich versuche das jedes Mal wieder, weil ich denke, die kennen mich ja nicht und ich kann da ja eigentlich machen und sagen, was ich will. Aber es ist doch eine große Hemmschwelle da. Ich kriege das dann doch nicht so hin, wie ich mir das wünsche. Und darunter leide ich dann natürlich auch, ne? Dass ich denke, ich gehöre irgendwie doch nicht so dazu. Und ja, man lässt mich das dann auch spüren. Es, so nach einer gewissen Zeit bilden sich dann Grüppchen und ich gehöre dann eben doch nicht dazu. Ruth wollte aktiv werden, um nicht länger missverstanden und ausgegrenzt zu werden, und begann über ihr Problem zu bloggen. Aus den vielen Reaktionen wurde ihr zum ersten Mal klar, dass sie nicht die Einzige ist. Also ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die schüchtern und introvertiert sind. Ich denke mal, das sind so 50%. Die sieht und hört man ja aber nicht. Was wir jetzt sehen und was in unserer heutigen Gesellschaft wichtig ist, dass man teamfähig ist, dass man schnell umdenken kann, Flexibilität wird gefragt. Und das können eben die Extrovertierten viel, viel besser. Und das sind die, die man sieht. Deshalb habe ich auch meinen Blog ins Leben gerufen, dass ich eben dann auch mehr Menschen aufmerksam machen möchte, dass die eben wissen, wie die Introvertierten ticken. Dass die gar nicht wirklich so stur sind und unnahbar sind, dass die vielleicht teilweise auch nur angesprochen werden möchten. Hans-Joachim hat Strategien entwickelt, um sich nicht allein zu fühlen. So vermeidet er es, nach der Arbeit gleich heimzugehen. Dort spürt er die Einsamkeit am stärksten. An fast jedem Abend der Woche hat er daher einen Termin. Regelmäßig geht er zu Selbsthilfegruppen, Therapien oder Gebetskreisen. Immer zieht es ihn zu anderen Menschen. Doch sobald er in ihre Nähe kommt, ist er wieder gehemmt. Hast du Lust, mit denen Runde Schach zu spielen? Nein, eigentlich nicht. Warum? Ja, das finde ich, habe ich überhaupt nicht geübt darin. Ich bin ja gar nicht geübt im Schachspielen jetzt mehr. Ja, aber selbst wenn du nach 4 Zügen matt bist, allein um mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt zu sein. Ja gut, das ist, wie gesagt, vielleicht eine gute Idee, aber ich wäre da nicht drauf gekommen und kann ich ja vielleicht irgendwann mal machen. Ja, aber jetzt ist die Idee schon im Raum und wir sind schon hier, hättest du nicht Lust? Mit euch kann ich ja nicht spielen, weil ihr den Film dreht. Ja, mit den Leuten hier. Ja, aber die haben ja, die kennen sich ja schon länger wahrscheinlich alles und. Ja gut, versuchen könnte man es ja. Ja, aber das Risiko, dass ich halt dann verliere, ist schon da. Also. Aber das Gespräch? Ich weiß nicht, was ich mit denen reden soll auch. Also ich werde da nicht. Ich würde dann halt nur spielen wahrscheinlich. Regelmäßig besucht Hans-Joachim die städtische Bücherei. Ob bewusst oder unbewusst, er sucht Orte auf, an denen er mit Menschen zusammen sein kann, ohne selbst reden zu müssen. Im Leseraum einer Bibliothek sind Gespräche nun einmal nicht üblich.
Also ich tue nicht von mir heraus irgendwie so ein Thema beginnen. Ich warte sozusagen, was die anderen sagen. Naja, man kann ja auch Zeitungen im Café lesen. Hast du das gemacht? Nee, noch nicht, nee. Was liest du eigentlich am liebsten? Ja, eigentlich Politik und auch die Kommentare. Kommentare der FAZ. Würdest du dich gern drüber austauschen mit anderen? Ja, wäre schon interessant auch mal, weil. Aber es ist halt in München wird halt die Süddeutsche Zeitung gelesen und da findet man nicht so viel Gleichgesinnte. Man könnte das natürlich mal versuchen, dass man über Anzeigen vielleicht da welche findet. Durch ihren Internetblog erreichte Ruth zwar viele Menschen. An ihrer Situation änderte das aber nichts. Ihr wurde klar, dass sie an sich selbst arbeiten musste. Ich habe immer gedacht, wenn ich älter werde, passiert das von alleine, dass ich offener werde und auf Menschen zugehen kann. Und dann wurde ich 30 und habe ich gemerkt, verflixt geht immer noch nicht. Dann wurde ich 40, 45 und habe ich gedacht, so, jetzt musste irgendwas an dir ändern. Und egal, was es kostet und wie lange es dauert, ich will das jetzt einfach, auf andere Menschen zugehen zu können. Ruth war bereit für eine Richtungsänderung in ihrem Leben und traf eine folgenschwere Entscheidung. Auch Michaela wollte etwas unternehmen und begab sich in Behandlung. Doch es ist paradox, wenn sprachlose Menschen wie Michaela erzählen, dass sie eigentlich nicht reden können. Daher stoßen sie meistens auf Unverständnis. Und dann hat der Therapeut, dem habe ich das gesagt, und dann hat er gesagt, ja Frau Aus, Sie reden doch flüssig und das ist doch alles gut. Also er kann kein Problem bei mir erkennen. Ich wusste auch nicht, wie ich ihm das sagen soll. Ja, dann habe ich mal gesagt, ich habe halt kein Problem. Und habe halt dann resigniert. Von der Schulmedizin enttäuscht, fand Michaela Trost in Internetforen. Schreibend hat sie kein Problem, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Also eigentlich schreibe ich nur von mir. Daran würde ich gern andere teilhaben lassen. Und das mache ich ja auch, indem ich in den Internetforen unterwegs bin und schreibe. Dass vielleicht jemand anders dadurch aufgeklärt wird, dass jemand gar nicht arrogant ist oder schüchtern, dass er halt einfach nur ein Problem hat zu sprechen. In der Anonymität des Internets traut sich Michaela sogar, anderen Menschen gegenüber als Coach aufzutreten. Die, wo da letzt vor 2-3 Wochen da war, die habe ich astrologische Beratung durchgeführt. Hast du dann Geld dafür genommen oder bekommen? Ja. Ja, die Frau hat ja gedacht, ich bin Profi, ich kenne mich aus. Man kann ja nicht sagen, nee, das kostet nichts. Michaela kann anderen helfen, doch ihr eigenes Problem besteht fort. Sie glaubt, dass sie nur die richtigen Bücher lesen muss, um endlich frei reden zu können. Im Moment kaufe ich mir viel Bücher. Gefühle ist halt ein großes Thema. Über medizinische Themen oder psychologische Themen oder Traumata, Psychotrauma. Theoretisch weiß Michaela schon jetzt alles. Es ist die Umsetzung in die Praxis, das Anwenden ihres Wissens auf sich selbst, woran sie scheitert. Also ich habe ja hier auch ein paar Psychologiebücher, aber das hat nicht so viel gebracht beim Leute kennenlernen und dann hier Erfolg durch Menschenkenntnis. Da geht's einfach. Auch Hans-Joachim versucht, sein Leben mit Büchern zu ändern. Und ich habe halt so eine riesen Probleme, Leute anzusprechen und so. Das heißt von Alain, die Pflicht, glücklich zu sein. Und mich hat einfach das Thema angesprochen, weil
ja, wie, also dass man sozusagen doch im Leben irgendwie eine Aufgabe hat und... Hast du eine Aufgabe für dich gefunden? Nee, ich habe praktisch kein richtiges Lebensziel. Also das ist unglaublich, dass ich nicht direkt weiß, für was ich mich einsetzen könnte oder was ich machen könnte oder was mich eben glücklich machen könnte. Oh, hallo Susi, schön, hallo, dass du kommst. Hallo Achim, grüß dich. Schön, dass du kommst, komm mal rein. Nur zu ein paar wenigen Personen hat Hans-Joachim stabilen Kontakt. Zu ihnen gehört auch seine Schwester. Tu dein Zeug dann einfach aufs Bett legen und ablegen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann schauen wir mal, genau. So. Ja, da habe ich noch keine Brille, komischerweise, gell? Mhm. Ja, die hast halt noch nicht aufgesetzt auf dem Bild, schau. So, hast aber schon eine Brille. Aber die Backen hast du damals schon gehabt, die du heute hast. Jo, guck mal, wie süß. Du warst schon niedlich, Achim. Ich verstehe gar nicht, dass du heute so drauf bist immer. Das Schaukelpferd ist vom Opa. Weißt du, dass uns der Geld gegeben hat, wenn man ein Einser oder ein Zweier hatten in der Schule. Und du hast immer abkassiert, gell? Ja gut, da war ich noch sehr gut damals, ja. Du bist immer noch sehr gut, Achim. Der hat sich von Jahr zu Jahr immer mehr zurückgezogen mit jedem Misserfolg, den das Leben so gebracht hat. Wie dann die Ehe von meinen Eltern auseinanderging, ich glaube, das hat ihn am meisten getroffen. Die Eltern waren für sich, jeder mit seinem neuen Partner, und irgendwann ist er immer einsamer geworden. Und warum? Das Potenzial, was er hat, ist verschwendet. Was er jetzt so, was draus geworden ist. Von der Intelligenz her, weil er perfekt mit den Sprachen war und weil er sich so viel merken konnte und auch Sachen wusste. Das war Wahnsinn. Warum machst du dich so klein? Verstehe ich nicht. Vor was hast du Angst? Brauchst doch keine Angst. Ja, vor den anderen Menschen halt. Ja, was wollen sie dir tun? Da rennt keiner mit dem Schießgewehr rum und sagt buff. Na gut, der eine Punk, der hat mir mal eine Flasche auf den Schädel gehaut. Mhm. Wunderbar. Nette Freunde. Mhm. Du kannst auch mal öfter zum Papa fahren. Der freut sich. Der fragt mich immer, warum du dich nicht meldest. Sag, ich weiß ich nicht. Naja, der macht mich auch immer runter dann. Ja, dann sag's ihm halt mal. Ich hab nicht so ein dickes Fell wie du. Ich hab kein dickes Fell, ich sag's ihm halt, wenn mir was nicht passt. Regelmäßig besucht Hans-Joachim den Gottesdienst. Auch die Kirche ist ein Ort, an dem er andere treffen kann. Doch die Begegnung folgt einem Ritual und bleibt ohne Folgen. Friede sei mit dir. Bitte sehr. Was Hans-Joachim in der Kirche wirklich sucht, ist kein Gespräch mit Menschen, sondern eine Antwort von Gott. Es ist eine schwierige Frage, was mit mir geschehen soll. Es gibt ja auch im Katechismus praktisch die Frage, für was lebst du, ja, um Gottes Willen zu tun und in den Himmel zu kommen. Und das ist für jeden individuell verschieden, also zu wissen, was Gottes Willen ist. Also das Klarste wäre, wenn man so eine Erscheinung hat, da ist es dann ganz deutlich, okay, das ist Gottes Wille. Von mir heraus weiß ich es eigentlich gar nicht. Hans-Joachim fragt sich manchmal, ob es Gottes Wille sein könne, dass er mit anderen Menschen nicht in Kontakt kommt. Ein Wochenendmarkt bei Bielefeld. Als Ruth beschloss, sich und ihr Leben zu verändern, lernte sie ein Paar kennen, das sie beim Überwinden ihrer Schüchternheit coachen wollte, wenn sie bereit wäre, im Vertrieb zu arbeiten. Sie kennen schon Magnetschmuck? Magnetschmuck? Ich habe dann ja nicht so direkt an den Verkauf gedacht im ersten Moment. Es hieß ja auch beim ersten Gespräch, du kannst alles lernen. Und da habe ich gedacht, die drei Lehrjahre,
Die gebe ich mir auch und da werde ich dann sicherlich auch das Verkaufen lernen. Und ja, das war wirklich eine Herausforderung für mich. Dass Ruth sich heute anderen Menschen auf ganz natürliche Weise nähern kann, ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Die Coachings waren jedes Mal eine Herausforderung, weil es ja darum ging, seine eigenen Ängste zu überwinden, auf andere Menschen zuzugehen. Das haben wir natürlich geübt und auch in richtig krasser Form. Da haben wir dann so mit kleinen Tricks angefangen, dass wir eben gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal los und fragen nach der Uhrzeit. Schritt für Schritt gelang Ruth die Verwandlung von einer schüchternen, introvertierten Frau zu einer erfolgreichen Verkäuferin, die von ihren Trainern nur noch gelobt wird. Achten drauf, immer schön lächeln. Haben ja, wunderbar, schau dich an. Krieg's hin. Super. Auch mal vom Spiegel schon mal geübt, damals Übung so ein bisschen, das Lächeln vom Spiegel? Ja, auch wenn es manchmal schwerfällt mit dem Spiegel, aber geübt, ja. Noch bevor Ruth lernte, mit Menschen zu reden, musste sie lernen, mit ihrem Gesicht zu kommunizieren. Fällt mir nicht so leicht mit dem Spiegel. Ja, aber wenn man das sieht, was du am Strahlen... Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einmal eine Übung, um zu sehen, wie man es nicht machen sollte, wenn man einen Stift also so in den Mund nimmt. Ja, schon mal Gesicht langgezogen und Gesichtszüge alle so ein bisschen zusammengezogen. Wenn man den jetzt so in den Mund nimmt, kann man gar nicht anders als zu lächeln. Schon sehr. Kann man natürlich auch ganz spontan Menschen grüßen. Man wird auch zurückgegrüßt. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Übung, um mal so ein bisschen den Kontakt zu anderen Menschen zu üben. Also das Lächeln, was man vor dem Spiegel übt, wirkt natürlich am Anfang sehr gekünstelt, ist klar. Aber je öfter man das tut, desto mehr kommt es auch vom Herzen. Und man sieht es dann einfach, ob man nur den Mund bewegt oder ob sich das ganze Gesicht dann zu einem Lächeln zusammenzieht, entfaltet, ich weiß es nicht. So wie früher Ruth, verrät auch Hans-Joachim mit seiner Gestik und Mimik kaum, was er fühlt und denkt. Spiegel guckt, dann sehe ich mich mit meiner Brille. So, und ich schaue halt ein bisschen, ob das ordentlich ist. Ja, die Augen sehe ich halt. Ja, ich finde, ich schaue schon ganz gut aus eigentlich. Wunder, dass das die Frauen nicht merken. Aber es ist irgendwie nur kurz, also möglichst schnell wieder wegzugehen. Was glaubst du denn, was andere sehen, wenn sie dich anschauen? Ja, ernst. Ein paar haben mir schon gesagt, dass ich eben sehr ernst schaue und wenig lache. Und ich glaube auch nicht nur so ein leichtes Lächeln würde dann auch nicht anziehend sein, sondern es muss schon so ein bewusstes, entschiedenes Lachen, Witz machen oder so sein, um eben den Kontakt herzustellen. Ich habe schon manchmal Schultern, aber das ist ja kein richtig schönes Lächeln. Wie wäre ein richtig schönes Lächeln? So vielleicht. Naja, ich habe wenig Erfolg gehabt im Leben bisher, also so richtig mag ich mich nicht. Magst du dich? Das hat mir niemand beigebracht, dass ich mich mag. Ich kenne nur alle Menschen, die an mir kritisieren. Also habe ich das halt übernommen, das Bild auch zu kritisieren, dass ich mir zeigt.
Und umso weniger in den Spiegel reinschaue, umso besser kann ich mich auch mögen. Darum habe ich auch hier im Haus nicht viele Spiegel. Und wenn dann nur kleine, wo ich nur Teilausschnitte sehe. Der Hauptbahnhof in München ist Hans-Joachims letzte Station in diesem Film. Gegen seine Sprachlosigkeit kennt er bislang nur ein verlässliches Mittel: Alkohol. Es gibt nichts anderes, was ihm so effizient hilft, seine Angst vor Menschen zu überwinden. Hans-Joachim ist sich völlig bewusst, in welche Gefahr er sich damit begibt. Er weiß, dass Alkohol keine Lösung ist. Aber hin und wieder, wenn die Einsamkeit unerträglich wird, ist die Flasche seine Rettung. Schon nach dem zweiten Bier ist Hans-Joachim ein anderer Mensch. Plötzlich kann er lächeln und Fremde ansprechen. Das ist ein bisschen was, ne? Also dann fahr jetzt mal schön, gell? Und halt zusammen mit deiner Frau, gell? Zusammen, nicht gleich nach 2 Monaten wieder, gell? Er wäre gern auch ohne Alkohol so frei. Michaela bemüht sich weiter, irgendwann mit Hilfe ihrer Ratgeber ungehemmt zu reden. Vielleicht wird sie es ja auch noch eines Tages schaffen, wie Ruth. Ab heute trete ich selbstbewusst auf und lasse mich nicht mehr in die Ecke drängen. Ich antworte nicht einfach mit Ja, Nein, Gut, sondern in vollständigen Sätzen. Ich lege mir schon zu Hause 2, 3 Themen zurecht, über die ich mich mit Kunden oder Nachbarn über das rein Geschäftliche hinaus unterhalten kann. Also wenn jemand fragt, wie mir es geht, habe ich gelernt, das ist eine Floskel, und da muss man sagen, ja, mir geht's gut. Da darf man nicht sagen, wie es einem wirklich geht. Das wollen die Leute nicht hören. Also jeder schüchterne Mensch kann natürlich sehr an sich arbeiten. Ja, sich selbst zu schätzen und sich selbst zu mögen ist das Allerwichtigste. Und das Schöne ist, wenn man so diese ersten Feedbacks kriegt, dass sich wirklich was verändert hat. Man selber merkt das manchmal gar nicht so. Aber wenn man dann nach einer gewissen Zeit Menschen wieder trifft und die sagen, boah, du hast dich aber verändert. Also das ist echt das Tollste, was einem passieren kann. Also mein ganz großes Ziel ist es, mal selbst irgendwann Coachings zu geben. Das ist noch eine Riesenherausforderung, aber irgendwann werde ich das schaffen.